Der Flugplatz Mendig, inmitten der Vulkaneifel. Die letzten Eruptionen sind hier 11.000 Jahre her. Doch ein junger Kamikaze aus dem vulkanisch aktivsten Inselstaat der Erde stürzt sich in den Zweikampf mit Shaolin Christian Menzel. Der Suzuki Swift Sport ist Japans Antwort auf die Abarths und GTIs dieser Welt. Mit 136 PS ist Leistung nicht sein primäres Merkmal, aber dank nur 1100 Kilo ist der Swift ein eher schmächtiger Japaner. Also was man auf Anhieb spürt, ist, dass das Auto nicht sonderlich schwer ist. Er ist schön klein, dadurch auch relativ agil beim Einlenken. Im zweiten Moment wiederum, wenn man dann ans Gas geht und er hat ein bisschen Leistung, dann bekommt man relativ früh ein Untersteuern. Was aber auch dem geschuldet ist, dass wir hier keine Sperre verbaut haben. In dem Moment, wo die Räder durchdrehen, Schlupf bekommen, dann rutscht das Auto einfach über die Vorderachse weg. Und das können natürlich andere Autos in dem Segment besser, wenn die eine Sperre drin haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass dann diese Autos höchstwahrscheinlich auch einige tausend Euro teurer sind. Dafür, dass er keine Sperre hat, macht er das gut. Nicht sehr gut, er macht es gut. Mensch und Maschine, bereit für eine Runde am Limit. Fast Lap. Sein Gegner ist die Zeit. Here we go. Ja, wenn ich jetzt nur die Rundenzeit zugrunde lege, müsste man eigentlich sagen, was willst du denn damit? Der Apparat, der tut es ja gar nicht, der geht ja überhaupt nicht. Aber jetzt noch mal ganz ehrlich, macht das einen großen Unterschied, ob ich hier am Ende der Geraden 15 km/h schneller bin oder nicht? Entscheidend ist doch, von der einen Kurve bis zur nächsten Kurve, wie mich dieses Auto dorthin begleitet. Wie ist der Sound? Wie ist die Schaltung? Ja? Da ist mir das da doch viel sympathischer, wie vielleicht ein Turbomotor, der sich nach nichts anhört und mir subjektiv einfach kein Flair vermittelt. Der Suzuki Swift Sport. Ein kleiner Kraftzwerg mit etwas dürftiger Leistung. Dafür aber mit sportlichen Rallye-Genen, einem unschlagbar günstigen Preis und besonders vielen Sympathiepunkten. Die Eruption der Vulkaneifel bleibt zwar aus, dennoch ist das Ergebnis ein Achtungserfolg, der sich durchaus sehen lassen kann. Es ist das Alpha-Tier im Dschungel der Sportlimousinen.
seit 1984 legt es die Messlatte für die Konkurrenz immer höher. Ist ein Männerauto.